Hallo, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Nuzlocke hier mit mir auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Vorneweg, diese Aufnahme ist ein bisschen spontan. Ist es so kurz vor Release dieser Folge, Dienstag um 17 Uhr, dass es quasi schon fast wieder live ist. Dazu kommt, dass aktuell seit heute Morgen mein Internet in der Wohnung komplett ausgefallen ist. Deswegen kann ich meine normale, übliche Kamera nicht benutzen, sondern muss wieder auf die Webcam umsteigen. Und dadurch, dass das Internet aus ist, weiß ich gar nicht, ob ich die Folge jemals hochladen können werde, gehabt haben. Ihr wisst, was ich meine. Deswegen kann ich, weiß ich nicht, vielleicht liegt die jetzt hier 2 Wochen rum. Ich tue wirklich alles dafür, dass die dann online ist, wenn sie online sein soll. Aber ich kann für nichts garantieren. Trotzdem machen wir jetzt hier mal, wie sagt man, den entspannten Gang hier durch die Arena in Malvenfrost City, I guess. Hier Pokémon und Rock, alles was ins Herz trifft, Buh, yeah. Das sind die weisen Worte, mit denen wir hier einsteigen. Wir haben verschiedene Pokémon dabei. Ich weiß es auch nicht, also entweder ist die letzte Aufnahme schon lange her oder ich habe Gedächtnisschwund. Beides möglich. Ich weiß eigentlich noch ziemlich viel. Ich weiß, dass wir im Roulette gut gewonnen haben. Ich weiß, dass wir mit den Leuten da nördlich gefightet haben. Und ich glaube zu wissen, dass wir jetzt den Zertrümmerer brauchen, den wir kriegen. Also wir haben ihn schon, aber dass wir ihn einsetzen müssen, um durch die Höhle zurückzukommen zu dieser ersten Stadt. Graf, nicht Grafipot City. Oh, ich bin so schlecht mit den Stadtnamen dieser Generation. Das finde ich schlecht. Das ist die erste Generation Pokémon, die ich gespielt habe. Ich kann mir nicht mal merken, wie die verdammte Stadt heißt. Mann. Mein Charme und die Attacken meiner Pokémon werden dich schocken. Es ist ja schon wieder Halloween. Ich dachte, jetzt ist erstmal Weihnachten. Jetzt denkt aber nach. Malvenburg, Grafiport City. Wie hieß denn das? Blütenburg City. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. So, uns gegenüber steht ein knuddelsüßes, knuffiges Pikachu. Ich glaube, in der Generation gibt es noch keine männlich-weiblich Unterscheidungen bei den Pokémon, ne? Weil eigentlich ist es ja ein Weibchen. Weibchen haben jetzt mal so ein Herz am Schwanz hinten, so dass man das so aussieht wie ein Herz. Sehr cute. Gibt es ja auch noch nicht. Ein weiterer Geowurf führt leider zum Ende dieses knuffigen Zeitgenossens. 333 EP, das ist ja eine Schnapszahl, das mag ich besonders gern. Ich bin geschockt von deiner Stärke. Ah, weil sie uns schocken wollte, jetzt haben wir sie geschockt. Ich verstehe. Richtig schocking ist das. Ich halte es fast nicht aus. Ich habe unverwalter trainiert. Nicht neben, nicht auf und auch nicht rechts von ihm, sondern unter ihm. So einfach verliere ich nicht. Sagt man das? Ich habe runter trainiert. Ja, doch, ich glaube, das sagt man so. Reinhard, jetzt hau raus hier. Das Scherox. Es sieht einfach. Ich muss sagen, wie es ist. Es sieht einfach nicht nice aus. Also, ich meine, es sieht schon nice aus, aber ich meine, wenn du dem so gegenüberstehst, hast du halt das Gefühl, deine Pokémon sind vielleicht tot. So, und ich will gar nicht davon, also, ich will mich jetzt emotional noch gar nicht damit beschäftigen, was gleich passiert, wenn wir diesen Arena-Leiterkampf starten. Ich habe die falsche Attacke eingesetzt, oder? Das ist nicht der Wind. Ich habe schon wieder zu viel gesprochen, ey. Oh. Ah, das ist okay. Damit kann ich leben. Wer kriegt denn jetzt? Habe ich jetzt die EP, die ja eigentlich, wie heißt denn das Pokémon? Oh Gott. Entweder habe ich einen Schlaganfall oder ich bin einfach eine sehr, sehr schlechte Pokémon-Mutter. Wie heißt denn das, was ich gerade eingesetzt habe? Das mit den, was auch so ein Käfer ist. Ich habe einen Blackout, ich weiß es nicht. Es ist bestimmt ein total unkreativer, total dummer Name. Pinsir! Pinsir heißt es, das ist mir wieder eingefallen. Der kriegt ja jetzt die EP gar nicht, obwohl er im Kampf beteiligt war mit Cherox. Na egal, ich rasiere jetzt hier erstmal mit Vogel alles weg. Wenn sich da schon drei Pflanzen/Käfer-Pokémon hintereinander versammeln, muss man die Chance nutzen. Man weiß nicht, wann sie wiederkommt. Ich würde jetzt mal schätzen, Vogel entwickelt sich bei 35, 34, irgendwie so, oder?
in Taubos. Oh nein, es verfolgt mich. Ein richtiger Stalker. Ist Unlicht, oder? Verfolgung? Weiß ich nicht. Ich geh davon aus. Nicht ganz. 27. Aber wir schaffen das. Stecker raus und ausgeschaltet. Ne? Das ist ja auch immer die Standardfrage beim IT-Support. Haben sie denn auch die Stecker eingesteckt? Hm. Der Knecht ist paralysiert, ne? Tja, egal. Meine Freundin hat mir neulich so Shorts gezeigt. Diese Arena stellt dir eine Knoblauchaufgabe. Ist das nicht lustig? Ach, um totlachen. Wo so jemand über seine so Erfahrungen im IT-Support in irgendeinem Unternehmen spricht. Und es ist sehr, sehr witzig gemacht. Und ich weiß nicht, wie die heißen. Aber ich weiß, dass es diesen einen Sketch da gab, dass jemand meinte, mein Passwort geht nicht. Ich habe mein Passwort vergessen. Ich habe es doch gerade erst neu vergeben. Und dann fragte er so, haben Sie denn Caps Lock aktiviert? Und dann war die andere Person so, nee, so dumm bin ich doch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, dann aktivieren Sie jetzt mal Caps Lock und geben Sie es nochmal ein. Und dann hat es geklappt. Ich fand's witzig. Es ist wahrscheinlich witziger, wenn man sieht, als wenn man es nacherzählt. Verlieren ist gar nicht lustig, das stimmt. Ich kann auch ganz schlecht verlieren. Ich kann auch nicht aufgeben, beides nicht. Aufgeben ist Versagen, verlieren ist auch Versagen. Vielleicht kann ich aber nicht versagen. Würde ich jetzt mal so zusammenfassen. Clustern, die Eigenschaften. Mir fällt gerade auf, dass ja OBS jetzt einen kleinen neuen Look hat mit dem Update. Jetzt sieht die Zeit von der Aufnahme ganz anders aus als vorher. Also nicht ganz anders, aber ein bisschen anders. Das kam mir gerade ungewöhnlich. Ungewohnt. Ungewöhnlich vor? Ungewohnt. Boah, Leute, seid ihr bereit? Ich bin nicht bereit. Auf dem Level von 1 bis bereit fühle ich mich nicht bereit. Um ehrlich zu sein. Ich hätte, also weiß ich auch nicht, was ich jetzt lieber hätte, aber egal, wir tun es jetzt. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Oh, voilà, Elektro und Pol und Arke. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Toll, sehr produktiv. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden? Ich will jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, sogar ein Fisch schafft es, die Schalter zu finden. Uhahahaha. Das ist ja wirklich amüsant. Dann ist es nun an mir, dem Arenaleiter von Mach. Ach, das ist der Arenaleiter. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich dachte, das wäre ein random Typ. Und ich werde dich jetzt unter Spannung setzen. Ist das eine Drohung? Ich weiß nicht. Folter entspricht, glaube ich, jetzt nicht dem humanitären Völkerrecht. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht so gut aus. So, jetzt haben wir hier jemanden uns gegenüberstehen, den ich schon tausendmal gesehen habe und ich tausendeinmal nicht wusste, was für ein Typ der ist. Ich würde sagen, er ist entweder Typ Normal oder Typ Kampf, Gift meine ich. Ich merke übrigens, dass diese scheiß Bommel abfällt. Ich würde sie ankleben, meine Heißklebepistole ist durchgebrannt. Kurzschluss, also nicht Kurzschluss, Wackelkontakt. Die lädt einfach nicht mehr. Wahrscheinlich müsste ich einfach nur eine neue Base. Wow. Ich vergaß gerade jetzt, dass das hier ein Baby-Pokémon ist, weil ich so intensiv darüber gesprochen habe, dass meine Heißklebepistole kaputt ist. Nun gut. Nichts Schlimmes passiert. Wir kriegen das hin. Das war auch nicht die richtige Wahl. Okay, jetzt muss Vogel das richten, das wird schon. Ja, und ohne Heißklebepistole, lange Rede, kurz sagen, kann ich diese scheiß Bommel da nicht ankleben. Ansonsten, andere random Story. Ich habe neulich versucht, Popcorn in einem Topf zuzubereiten.
Und es, nein, andersrum. Die Story ging damit los, dass ich es in einem, in einer Pfanne, einer beschichteten Pfanne zubereiten wollte. Ich habe mir extra so Popcorn-Mais gekauft. Das hat irgendwie 5,99 die Packung gekostet. War scheiße teuer. Und das war ein Volltreffer. Heilige Mutter Maria, ich glaube, es ist eigentlich nicht der Zeitpunkt, um einen random Schnack zu halten. Aber ihr kennt mich, ich liebe das Risiko. Auf jeden Fall habe ich mich sehr auf dieses Popcorn gefreut und auf der... Ja, scheiße. Auf der Verpackung steht halt, füllen Sie den Boden mit Öl und packen Sie die Dinger da rein, ohne dass die übereinander liegen. Ich war so, ja, easy peasy. Stelle den Herd an. Und dazu muss ich sagen, dass ich große Angst davor habe, vor heißem Fett, Öl, whatever. Das ist wirklich... Da kann ich gar nicht umgehen. Da mache ich mir richtig in die Hose. Weil ich Angst habe, keine Ahnung, es explodiert, fängt Feuer, whatever. Und ja, irgendwann kam ich zurück zum Herd, nachdem es einfach nicht anfing aufzugehen, das Popcorn. Und dann, ja, war das Popcorn so richtig schwarz geworden, verbrannt halt, aber nicht, ist nicht aufgegangen. Und dann war ich richtig frustriert. Und ich musste die gesamte Ladung Popcorn wegschmeißen. Und dann... Also der Ursprung der Geschichte ist eigentlich, dass ich meine Popcorn, Zugriff auf eine Popcornmaschine hatte, die ich jetzt nicht mehr habe. Ich wollte mir aber auch keine neue kaufen, weil das kostet irgendwie 30 Euro oder so. Und da war ich so, nee, ist mir zu teuer für die zwei Mal, die man Popcorn macht, bis man keine Lust mehr hat. Das hat es aber auch in der Pfanne nicht geklappt. Und dann war ich so frustriert, dass ich mir die Maschine wieder gekauft habe. Und dann ist mir aber eingefallen oder aufgefallen, dass ja auf der Rückseite steht, man soll es in einem Topf machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, liegt es vielleicht daran, dass es eine beschichtete Pfanne ist und kein Topf, dass es nicht gegangen ist. Und dann habe ich es im Topf gemacht und dann ging es easy peasy lemon squeezy. Und jetzt habe ich eine Popcornmaschine, kann es aber auch im Topf machen. Könntest du jetzt mal bitte aufhören, Volltreffer zu machen? Nidoking, ich würde das sehr begrüßen. Hat der irgendwie sich geboostet oder so? Ich finde es auch gut, dass die Sandwirbel gar keinen Effekt haben. Ich habe schon ungefähr 3 Sandwirbel eingesetzt, über grob überschlagen, über den Daumen gepeilt und nichts passiert. Ja, doch jetzt. Danke. Jetzt, wo man es anspricht. Ne? Das ist immer so, man muss dann auf sein Recht auch bestehen. Sonst wird es einem nicht gewährt. Danke, Vogel. Wenigstens auch der kriegt es mal hin. Dankeschön. Ich freue mich. Panfi. Panfi ist ein Baby-Pokémon-Dancer, kriegt das hin. Wir müssen vertrauen. Vertrauen, in uns gehen, gezielt vorgehen und, ja, schockieren. Mit einem Absorber. Was für eine schockierende Attacke. Warum sind meine Pokémon, haben die alle Statuswerte vom Mond oder was? Das ist ein Baby-Pokémon Level 20 Panfi. Und ja, okay, Absorber ist schwach. I know. Aber trotzdem, ich hätte jetzt ein bisschen mehr erwartet. Die Performance ist echt minderwertig. Aber nun. Daran soll es nicht scheitern. Ja. Ich hab's befürchtet. Ich wollte es nicht ansprechen, aber ich hab's befürchtet. So. Tut mir leid, dass ich so erschöpft über diese Popcorn-Geschichte geredet habe. Aber es hat mich echt aufgeregt. Ich war so, ich bin erwachsen und ich krieg's nicht hin, Popcorn zuzubereiten. Ist ja eigentlich, ja, nicht die Aufgabe im Leben. Geschlegel. Das finde ich, klingt auch immer what the fuck? Warum schadet er so viel Schaden? Das ist eine fucking Normalattacke, oder was? Oh Gott, ey. Ich reg mich einfach gar nicht mehr auf. Es ist es nicht wert, das ist verschwendete Energie. Wer will denn hier noch Logik in irgendeinem, in einer Art und Weise? Ja, komm. Komm, hau mir Ente. Ich weiß nicht mal, welcher das ist. Ist das das mit dem Feuer oder das mit dem Nicht-Feuer? I don't know. Hau mir das vor den Latz. Ich mach da ein paar Sandwirbel. Tut mir leid, dass ich mir ganz am Kopf kratze. Ich habe mir gestern Haare gefärbt und irgendwie... Boah, sieht das brutal aus. BTF. Heilige Mutter, ein Glück, dass ich die ganzen Supertränke schon verwendet habe.
Das müssen wir bis zum Ende wegsandwirbeln. Bis zum bitteren Ende muss das weggewirbelt werden. Was ist das Feuer, ne? Ja, wir könnten... Nee, wir haben keine Wasserattacke. Hier, Dancer ist zwar auch vom Typ Wasser, aber er hat keine. Uiuiuiui. Ich erstarre vor Ehrfurcht, aber... Hat der weiße Barthaare oder hat der so weiß, so, wie so ein Säbelzahntiger, so lange Bisszähne, Vorderzähne? Das sieht mehr aus wie Zähne in dem Sprite, aber ich hätte jetzt eher gedacht, es sind so zwei weiße Bartsträhnen. Er hat mich wieder getroffen gerade, ne? Während ich geredet habe. Fuck, der kam Bedroher, der Arsch. Oh, fuck. Oh, das sieht ganz übel aus. Wir können die Viskus einsetzen. Mal sehen, was passiert. Ich denke ernsthaft drüber nach. Ich weiß nicht, ob das eine Feuerattacke kann. Eine Wasserattacke kann. Nee. Gut, dann brauchen wir es auch nicht machen. Es ist, also bis jetzt ist ja alles noch gut. Wir setzen einfach den letzten Supertrank ein, crossen alle Finger, die wir haben, dass der hier nicht nochmal einen Supertrank einsetzt. Und dann, ja, knallen wir die Arschbacken zusammen und ziehen das durch. Pep Talks kann ich, oder? Ich war sehr überzeugend jetzt. Es wird immer weniger. Die Tatzen sehen ein bisschen hässlich aus, muss ich zugeben. Und es ist kein Supertrank. Alles gut. Wir haben die Sache geregelt. Das war ein bisschen unsouverän. Lag auch an mir. Ich war geistig woanders. 1000. Hätte man auch aufteilen können, ne? Aber haben wir nicht. Flügelschlag, Stärke 60. Ja, das ist ja schon mal besser. Witzig. Trotzdem gleiche AP-Anzahl. Das ist eigentlich unüblich. Ach, Spezial, und das habe ich nicht gecheckt. Ne? Oh, wie dumm. Wahrscheinlich war das der Unterschied. Nun. Uhaha. Ich habe verloren. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Was für eine furchtbar schlechte Anekdote. Nimm diesen. On! Oh, on! On! Warte, on! Ich kann on! Wie heißt der denn? Excuse me? Hat er schon gesagt? Dynamo-Orden. Da ist er ja! On Nummer 3! Bin so gut. Okay. Das hat jetzt lange. Es gab jetzt lange keinen neuen Orden mehr, ne? Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Außerdem werden deine Pokémon ein bisschen schneller. Kennst du ein bisschen schneller? Hä? Dies solltest du auch nehmen. Hat hier Zertrümmerer nicht den Effekt, dass die Verteidigung gesenkt wird, sondern die... Hä? Geschwindigkeit? What? Eine verlässliche Attacke, die niemals daneben geht. Nice. Aber da gibt es doch bestimmt auch Ausnahmen. Von jeder Regel gibt es doch eine Ausnahme. Zum Beispiel, wenn du dieses Ninka, dieses, wo man nur mit effektiven Attacken zum Beispiel angreifen kann. Da wird es doch eine Ausnahme bilden. Würde ich jetzt mal vermuten. So, kann denn schon jemand Zertrümmerer, ist jetzt die Frage, die mich umtreibt. So, wir schauen uns das an. Zertrümmer möchten wir gerne beibringen. Ich finde, Orthopäde ist kein schlechter Call dafür, weil Knecht hat ja schon eine Kampfattacke. Und der macht jetzt hier erstmal nur mit der Trugträne rum. Ich glaube, das ist eine gute Lösung fürs Problem. Ich habe die Liste jetzt nicht offen. Mit denen, wo wir schon was gefangen haben, weil ich kein Internet habe. Und das ist ein Google Doc. Das schließt sich trotzdem nicht aus, ich weiß.
Ich überlege, ob ich Libiskus hier abgebe. Kann man das machen? Ich bin die Pensionsleiterin. Wir ziehen Pokémon für dich auf. Sollen wir eins für dich aufziehen? Ja, bitte. Amore, bitte. Nein, dann nehmen wir es in Pflege. Schau später nach ihm. Möchtest du noch eins geben? Nein, ich möchte keine Amore. Warum habe ich das nie... Hätte ich das immer schon machen können? Ja. Wie gilt das bei Nuzlocke, wenn man die ausbrütet und trainiert? Ist das zulässig? Ich weiß es gar nicht. Das ist Route 117. Ich gucke jetzt mal nach. Dauert jetzt einen Moment. Excuse moi. Ey, ist das ein Dock oder ein Drive? Das muss ein Dock sein. Da. Sorry, ich habe lustigerweise auch seit kurzem ein neues Handy und mein Home-Bildschirm ist noch nicht so aufgeräumt, wie ich mir das wünschen würde. Ganz oben. Ihr wisst schon, was ich meine. Wen haben wir denn in Route 117 gefangen? Oh, Mio. Ach ja, da war ja was. Gut, wir reden nicht weiter drüber. So. Entschuldigung. Wir können, glaube ich, noch Heiko besuchen. Ich habe gegen dich verloren, Anton, aber das betrübt mich nicht. Ich habe ein neues Ziel in meinem Leben. Zusammen mit meinem Trasseler mache ich mich auf die Arenen herauszufordern und ein großer Trainer zu werden. Bald mich ruhig im Auge. Alle Stalker hier bei Pokémon, wirklich. Bald bin ich stärker als du. Dann werde ich dich zu einem neuen Kampf herausfordern. Oh, Einstein, du findest Heiko nebenan, aber es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Diese natürliche Umgebung hat Wunder gewirkt bei Heikos Gesundheit. Und nicht nur die natürliche Umgebung, ich denke auch die Freundschaft zwischen den Pokémon. Ich dachte jetzt zwischen mir. Bin ich weniger wert als das Pokémon? Okay, gut, alles klar. Ich dachte, er sagt jetzt die Freundschaft mit dir. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt unterbrochen einen Tunnel, damit er seine Tochter sehen kann. Ah, das ist jetzt diese herzzerreißende Geschichte. Ich möchte, dass ihr euch alle bitte mit Taschentüchern ausstattet und euch hinsetzt für das, was euch jetzt gleich erwarten wird. Nee, das nicht später. Ich sag, wenn es soweit ist. Wie nennt man einen ungestümen Mann hoch im Gebirge? Einen Bergfreund. Also hier bitte Grillenzirpen einfügen. So. Warum nennt man dann nicht auch ein Pokémon in den Bergen, ein Berg-Pokémon? Ah, je, Mene. Da fällt mir nichts mehr ein, Melvin, du. Melvin, was machst du nur? Und nicht im Kampf, das ist kein guter Deal, glaube ich. Ja, ist egal, mache ich trotzdem weiter. Die anderen haben immer mehr Falltreffer als ich. Voll unfair. Ich möchte anzweifeln, dass das eine gerechte Wahrscheinlichkeitsverteilung ist. Mod. Tja. Komische Geräusche von draußen. Aber das ist in Berlin normal. Das passiert. So, jetzt schauen wir mal, ob Flügelschlag jetzt ein bisschen besser reinhaut. Ja, weiß ich nicht. Das Level 16 kann ich nicht einschätzen. Ob das jetzt stärker war als das andere. Elekid! Wollen wir Mirror Match? Nee, machen wir nicht. Auch nicht für Gag. Man merkt halt, dass der Pokémon Pool. Entschuldigung, das war die falsche Attacke. Hier ein bisschen kleiner ist als im Soul Silver natürlich. Soul Silver hatte richtig viele Pokémon. So gesehen. Das Wochenende war wild, die Nächte kurz. Ich habe den neuen Panem-Film gesehen gestern. War erst um 12:30 im Bett. Ja, war richtig lang wieder. Ich muss sagen, zwischendurch war ich mir auch fast zu langsam. Ich habe halt auch das Buch gelesen.
Das ist ja eigentlich auch ziemlich lang. Und dann wird am Ende auch so richtig durchgewascht. Naja, anderes Thema. Ich gehe heute schon wieder ins Kino. Oh, ich habe so einen komischen Ventilator da, wollte ich gerade sagen. So, wie mache ich das nochmal? Hier, nix. Gar nix. Auf der Skala von 1 bis nix. Eher nix, okay. 116. Gesperrt wegen Noctusca. Ich habe meine Brille fallen lassen. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Na, aber selbstverständlich. Ja, kein Problem. Muss jetzt ein bisschen suchen. Okay, jetzt muss es zwischen hier und da. Das ergibt keinen Sinn. Aha! Leider gibt's doch Sinn. Oh, Lucky Punch. Oh, scheiße. Seine Brille liegt hier gar nicht mehr. Wegen Randomizer und so. Es tut mir jetzt sehr leid, die Brille, die liegt hier nicht mehr. Ich weiß, man könnte wahrscheinlich auch dieses Item von woanders herkriegen. Aber dafür haben wir jetzt einen tollen Lucky Punch. Was ist das? Erhöht Shaneiras Volltrefferquote. Wie spezifisch auf einer Skala von 1 bis 10 willst du sein? Ja. Er muss erstmal Shaneira haben, damit du das Item einsetzen kannst. Dami. Was ist denn das für ein komischer Metaflut-Tunnel? Da haben wir Edekit gefangen. Ich wollte doch jetzt noch die herzzerreißende Geschichte zu Ende erzählen, die auf uns wartet hier. Da. Aber erst das Item. Dann die Geschichte. In der Reihenfolge. Kommt jetzt, ihr kleinen Minderwertigen, wollte ich sagen. Das ist voll nicht. Das ist jedes Pokémon. In jeder Stärke ist wertvoll. Schattenglas. Vielleicht ist es die Brille. Vielleicht trägt er eine Sonnenbrille eigentlich. So. Ja, machen wir jetzt endlich den Zertrümmerer. Wie das auch koordiniert also ist, ne, dass ich da unten und der da und so. Wow, du hast den Felsen, der den Weg blockiert hat, einfach zertrümmert. Darüber bin ich überglücklich und daher möchte ich dir diese VM geben. Wow, was für eine Geschichte. Ich packe sie ein. Das ist die Attacke Stärke. Weil ein kräftiges Pokémon diese VM lernt, ist es denn in der Lage, sogar schwerste Felsen zu bewegen. Heike, nun kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Ah ja, sie ruht sich in seinem Haus aus. Ich verstehe. Jeder wie er will. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt storytechnisch da wieder hin zurück muss, zu der ersten Stadt oder nicht. Stärke. Ich muss irgendwo mit Stärke weiter. Ich bin ja jetzt einmal so im Kreise gegangen, quasi. Dann ist dann der Fahrradweg. Und dann schwimmen wir darüber. Ich weiß wirklich nicht. Sejong! Oh. Ah, es ist so süß. Es ist eine fette Robbe. Ja, mir wurde mal gesagt, ich mag einfach alle Tiere, die fett sind. Ich finde, das ist eine zu starke Verallgemeinerung. Man kann nicht Pandas, Nilpferde, Seerobben. Das ist nur Zufall, dass die auch alle ein bisschen runder sind. Da hat das eine gar nichts mit dem anderen zu tun. Eine reine Koinzidenz. Ist Koinzidenz überhaupt das richtige Wort? Ich kann nicht so gut Englisch. Zufall wollte ich sagen. Es ist ein reiner Zufall. Metaross City heißt die Stadt. Muss ich jetzt... Nee, warte mal. Ich musste irgendwas abgeben, ne? Irgendwelche... Habe ich das abgegeben? Für dieses Schiff? Da. Wisst ihr, was ich meine? In Grafiport City, das Schiff. Und dann... Gucke mal auf die Karte gleich.
muss aber auch ASAP los zur Fahrschule. Deswegen habe ich gar nicht so viel Zeit. Ich gucke ganz schnell noch auf die Karte. Mach schneller, Schwester Joy. Mach schneller. Ja. Gib mir die wieder. Ich muss die Karte gucken. Ich glaube, hier komme ich nicht lang. Da ist... Zertrümmerer Wüste. Anne, Zertrümmerer Wüste. Nächste Folge gehen wir in die Wüste. Müssen wir zwar nochmal rüberlaufen, aber so ist das Leben. Ich hoffe sehr, sehr, es hat euch gefallen. Bitte lasst dann ein Like da, dann freue ich mich. Und ich hoffe natürlich auch, dass ihr den Kanal abonniert habt. Dann seht ihr mich immer, wenn ich hin oder hochlade. Was aktuell immer Dienstag und Donnerstag um 17 Uhr ist. Besucht mich gerne mal auf Twitch. twitch.tv/aufbau_Anne. Sagt mir da Hallo, da freue ich mich. Und dann sage ich vielen lieben Dank, ihr Lieben, fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.